Und hallo und willkommen zurück zu meinem Skyrim Let's Play. Ich habe jetzt nochmal 30 Mods mehr reingehauen, was Grafiken und Fixes und mehr Performance angeht. Ich hoffe, es klappt. Mal schauen, was wir heute erleben. Letztes Mal haben wir unseren ersten Drachen getötet. Und jetzt sind wir zur Mission gebracht worden, dass wir hier hoch zu den Graubärten sollten. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal los. Mal schauen, was uns auf jeden Fall erwartet. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich hole mir vorher noch einen Segen ab. So. Morgen. Ein Poppy. Ein Welpe. Süß. Mit die Augen. Ja, bisher gab es jetzt noch nicht viel zu erzählen. Leider. Ich habe auch ein paar Mods installiert, dass die Welt noch mal ein bisschen aktiver wird. Das heißt, mehr Feinde und mehr in Anführungszeichen Events sollen auftreten. Da bin ich ja echt mal gespannt. So. Ich gehe jetzt den kurzen Weg. So. Okay. Stimmt, die Pferde hatte ich ja auch gemoddet. Die sehen jetzt ganz anders aus. Ich finde eigentlich ganz nett. Ich kann dich... Hä? Wieso kann ich dich reiten? Da steht stehen. Okay. Was ist mit dir? Der steht auch stehen. Ja, da sage ich doch nicht nein, oder? Dann... Schauen wir mal nach, wo wir hin müssen. Hier hin. Nach Imvastad. Können hier. Ich glaube, hier gibt es einen Weg. Das sieht so aus, als würde es hier einen Weg geben. Ist jetzt die Frage, was geht schneller? Hier ist ganz schön steil. Ich komme da hoch. Dann gehen wir halt hier lang. Dahin. Das wird jetzt erstmal eine lange Reise. So. Ein Drache. Das ist ein Drache. Ja. Nein, ich will absteigen. Der hat einen Riesen auf dem Rücken. Okay, aus. Doch, hab ich. Ah.
der Riese hat ihn ganz schön verhauen. Verhauen. Renn. Renn. Oh mein Gott, aua. Hilfe. Hilfe. Netter Riese. Lieber Riese. Oh. Nein, bitte lass mich. Das ist jetzt nicht gut. Okay, ich habe eigentlich gedacht, der haut mir direkt mehr auf die Nase. Die Wache ist tot. Ja. Ich bin direkt hinter euch. Ja, dann ist ja gut, Ludia. Der hat es dann nicht überlebt? Was hat er denn so bei sich? Eine Fackel? Fackel geht immer. Ihr geht vor, ich folge. Und der Drache, genau. Ey, wo bist du hin? Bleib hier. Bitte. So. Da kam einfach ein Drache vorbei. Direkt am Anfang. Das war ja nett. Und hatte einen Riesen auf dem Rücken. Ich glaube, da gab es wahrscheinlich irgendein Spawn-Problem. Zumindest sah es so aus. Das stimmt, man kann ja auch auf dem Pferd kämpfen. So viel zum Kämpfen. Also ist ein bisschen angenehmer zum Reiten. Und auch weiter wegzoomen. Nee. So. Wieder zurück im Flusswald. Das wollte ich nicht. So still. Es ist so komplett still. Lydia, wo ist eigentlich Lydia? Lydia? Wo bist du? Bist du noch? Da hinten kommt sie. Okay. Dann ist ja gut. Ich will immer absteigen. Okay, dann, das habe ich jetzt verstanden. Ob ich euch Hallo. Mit Sven habe reden sehen? Vielleicht nicht. Vielleicht, ach egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Okay. Was für ein Problem habt ihr mit Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Hoffe ich. Ihr hofft, das klingt nicht wirklich sicher. Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Lebt wohl. Okay. Ingrid, nein.
glaube, wir schauen mal eben kurz im Questbuch nach. Ach, da ist sie drin. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Was denn? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Was ist denn passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Nein, das ist sie weg. Die hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Oh, Moment. Meint ihr diese goldene Klaue? Stimmt, die haben wir ja in ihr habt sie gefunden. Heroine gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das kann ich mitnehmen. Das Flusswald-Handelskontor ist danke. Wieder das, was das kann ich noch alles war. Mitnehmen. Heilungstank. Das geht nicht. Das nehmen wir auch noch mit. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Stehen? Nein, wir wollen nicht stehen. Oh, okay, geht's nach oben. Machen wir auch mal eben kurz nach. Ne, ist aufknacken, das wollen wir auch nicht. Geld. Ja, wenn man schon darf, ne? Dann sage ich doch nicht nein. Wo ist sie denn jetzt hin? Hier hinter. Nee, sie ist im Haus. Nee, ist sie nicht. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ne, Moment. Hä? Sie steckt im Haus fest. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Okay. Feendal wollte, dass ich Camilla diesen Brief übergebe und sage, er sei von euch. Was denn? Der Elf versucht sich am Betrug? Wie schockierend. Als würde ich so ein hohles Geschwätz schreiben. Wie wäre es, wenn wir den Spieß für Feendal umdrehen? Hier. Ich musste einfache Wörter verwenden, aber dieser Brief dürfte Camilla davon überzeugen, dass er von ihm ist. Mhm. Okay. Bring den Brief zu Camilla. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da oben. Komm ich da hin? Noch ein Pferdchen. Vielen Dank. Hallo. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Sollen wir jetzt lügen? Weil er hat ja angefangen, aber er... Er ist von beiden nicht richtig, ne? Wir lügen jetzt einfach. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feendal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Ich gehe dann mal wieder. Ja, aber er wollte das doch auch machen. Warum konnte ich das nicht erzählen?
Naja. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr Camilla den Brief gegeben habt. Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Sven verbringen wird. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Oh ja, Gold nehmen wir gerne. Und das kann ich hier noch mitnehmen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Okay. Strupp. Naja, gehen wir weiter unsere Mission erledigen. Hey, aufpassen. Entschuldigung, ich hab's eilig. Rennen. Sachen mitnehmen, alles schön mitnehmen. Oh, sieht das schön aus. Also das nicht, aber... Nehme ich dann mal mit. Das nehmen wir uns nicht. Sonne geht gerade unter, dann wird es dunkel. Ah. Kann ich das? Ja, auch mitnehmen. Alles mitnehmen. Es wird hinterher gebraucht. Wahrscheinlich. Man ist noch eine Mine. Haben wir diese Mine nicht gesäubert? Also ich. Jemand, der... Bleib es mir lebend, kommt ihr hier? Ja, bitte. Oh. Was zu trinken? Aha, das ist schon eine Falle. Sache. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich etwas erschrocken. Na? Nee, kann man nichts mitnehmen. Habt ihr keine Angst, dass hier jemand reinkommt? Der Eingang ist ja nicht gerade versteckt. Schon wieder diese Frage. Ich habe euch doch gesagt, dass wir jemanden haben, der da draußen Wache schiebt. Außerdem gibt es auch noch unsere Felsen. Jetzt nicht mehr. Also hört auf, euch Sorgen zu machen und ruht euch aus. Bald kommt eure Schicht und ich will nicht, dass ihr wieder einschlaft wie beim letzten Mal. Ich glaube, wir werden den guten Herrn ein bisschen ja, überraschen. Okay, der eine legt sich schlafen. Der andere... Komm schon. Oh mein Gott. Der war sauber. Nochmal. Wenn er mir nochmal so kommt, er eins auf die Mütze bekommt. Hol ihn mir im Schlummer und mach ihm großen Kummer. Oh süße, süße Rache. Wie schön ich mir ins Fäustchen lache. Okay. Nein, daneben. Ist da jemand? Das gibt's doch wohl nicht. Ist es der Punkt des auf ihn drauf? Was? Nein. Lydia. Trotzdem danke für den Versuch. So. Ich, Dietrich. Immer wieder gerne mitnehmen. Pilze auch einsammeln. Und die Pfeile mitnehmen. Zack.
Spitzhacke. Eisen. Ja, das nehme ich doch mit. Ich bin zu schwer. Ich kann nichts mehr tragen. Jetzt sehen wir wieder den alten Trick. Wir schmeißen die schweren Sachen raus. Das waren die Knochen und alles. Ich bin direkt hinter euch. Ja, Tane. Worum geht es? Ja, mein Tane. Genau. Gut, verstanden. Das weiß ich noch. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Ich meine nämlich noch, es war nämlich so. Gut, verstanden. Wenn das Inventar voll ist, kann der Begleiter nämlich so. Sonst noch etwas? Unendlich mitnehmen. Ihr geht vor, ich folge. Was hast du denn für ein Schild? Okay. Eins ist immer noch stärker. Geht's denn hier runter? Da liegt noch ein Buch. Was ist das einsammeln? Okay. Gold. Dann gehen wir mal weiter. Da bastelt irgendjemand was. Hier geht's nicht. Aha. Wieso ist diese Brücke? Ich dachte, wir hätten draußen eine Wache postiert. Ist da jemand? Hier drüben! Nein, sie haben Lydia gefunden. Ganz leicht geblockt. Yes. Mehr habt ihr nicht. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Okay. Ein Lockpick. Ja, den hatten wir schon, ne? Ja. Er hat auch nicht... irgendwas Besseres dabei. Okay, ja, dann geht's weiter. Das nehme ich doch gerne. Mehr Sachen zum Einsammeln. Tada. Ist das aber eine Überraschung? Oh mein Gott, aua. Lydia. Ganz ruhig. Ein Schlüssel. Oh, eine große Kiste. Okay, das brauchen wir nicht. Sehr schön. Ich kann wieder nicht rennen. Nein. Ist die Frage, wie machen wir eigentlich unseren Spielstil? Was ist denn Ver- Hä? Na egal. Also der allzu große Magier bin ich sowieso nicht. Und ja. Jetzt hat die Frage. Ach, einen Rucksack habe ich ja auch noch. Wie ich das angehen werde, ob ich wirklich
nicken werde? Oder? Bin immer noch. Mach nochmal was für mich, Lydia. Ja. Ja, Melterne. Gut, verstanden. Ob ich nochmal rumsneaken werde, das habe ich vorher nämlich gern gemacht. Oder ob ich einfach wirklich einen Krieger mache. Oder ja halt Magie. Oder einfach so ein Hybrid-Ding, das kann man ja auch machen. Und einfach drauf los. Gut, verstanden. Nimm mal alles mit, Lydia. Sonst noch etwas? Ich gebe euch Deckung. Dann mal los. Also ich denke mal, ich werde so typisch Krieger spielen. Aber ab und zu mal ein bisschen rumschleichen. Oh, Gold. Aber ab und zu ein bisschen rumschleichen. Ich habe keine Waffe mehr. Das ist jetzt schlecht. Das aber eine Über. So. Ich bin Level Up. Perfekt. Ausdauer. Könnten vielleicht schon mal Schmiederrüstung machen. Also Schmiede allgemein, um Rüstung und Waffen zu verbessern. Okay. Schmieden weiß ich, glaube ich, noch, wie es ging. Was? Okay. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte gerade schmieden, danke. Ich reiße euch. Diese schweren Angriffe kann man immer noch nicht gut kontrollieren. Was ist der andere? Ich werde euren Bauch aufreißen wie die Handtasche einer Frau. Das ist eine Kiste. Ich will die Kiste haben. Und nochmal Geld. Novize. Dass wir mehr wohin kriegen. Ja. Das Geld nehme ich mit. Mensch, Lydia. Ich nehme. Oh, der Ausgang. Perfekt. Was war das? Irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, auf dem Weg zu laufen. Und die schönen Nordlichter. Gott, der Helm. Naja. Gibt's Schlimmeres. Mein Ziel ist es auf jeden Fall hinterher, diese Delta-Rüstung zu haben. Die sah richtig gut aus. Habe ich eigentlich den Krieger ausgewählt? Nee, habe ich gar nicht.
Das sieht doch mal nice aus. Wunderschön. Ist es gerade Vollmond? Ich habe keine Ahnung, wie viel haben wir denn? 8 Uhr. Wann sind wir endlich da? Heilkraft, ach, Falkenring. Riverwood und Helgen. Helgen, da kamen wir ja her, ne? Ist doch kaputt jetzt. Das war ein Bienenstock. Sind wir noch richtig? Mhm. Dann unser nächstes Ziel ist da. Auch mitnehmen. Okay. Es ist so hell. Ich warte mal eine Stunde. Oh mein Gott. Es ist auch Doppelvollmond, also wundert mich nicht, dass es jetzt so hell ist. So, das ist doch jetzt hier Helgen. Da ist ein Orks drin. Nee, das ist kein Ork. Ja. Okay. Ganz ruhig, Lydia. Das sind ein Schild, das nehme ich mal mit. Immer noch alles verbrannt. Ich glaube, ich warte einfach mal ein bisschen hier. Bis es morgens ist. Jetzt sieht es nach Nacht aus. Sammeln. Oh, das auch. Okay. Auch einsammeln. Auch einsammeln. Ich nehme alles mit. Wie war jetzt das? Da wollen wir doch hin. Ich könnte die ganze Zeit alles einsammeln. Ein kleiner Fuchs. Schmiedet wieder irgendwer was? Na, dich lasse ich mal in Ruhe. Lauf, kleiner Fuchs, lauf. Okay, wir sind immer noch richtig.
stehen Pferde. Sturmmäntel. Was ist denn jetzt los? Ist nicht stumm. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Okay. Ich werde ganz allein gegen die gesamte Armee antreten, wenn sie es wagen, mir hier gegenüberzutreten. Warum? Der nächste kaiserliche Elysier ist tot. Lydia? Was? Hä? Thanos möge euch leiden. Okay, sie hat einfach eine Kapuze auf. Kann ich euch... Ne, schade. Okay. Nicht. Ich weiß, dass ich eine Wettermod reingepackt habe, dass man, wenn es regnet, es nass ist. Und dass, wenn es schneit, das ist... Ich glaube, mir ist kalt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Könnte man das nochmal nachschauen? Nein? Starke Winde, was ist das denn? Okay, ich bin in einem Blizzard und deswegen habe ich 15% weniger Movement Speed. Also kann mich 15% weniger schnell bewegen. Merke ich jetzt nicht so viel von. Zum Glück. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann kalt wäre. So in echt. So ohne Arme. Umzurennen. Im Schneegebiet. In den Bergen. Gott, das irritiert mich ein bisschen. Blind werden. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Okay, dann fisch du mal weiter. Ja, okay, wenn man geht, merkt man es. Aber beim Sprinten ist es nicht wirklich zu merken. Du schon wieder. Lass dich am Leben. Ich bin nett. Bin ich böse. Das ist eine Höhle. Winter, da drin ist es warm. Oder auch nicht. Boah. Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Hab ich zusammengezuckt. Wir dann hier so, wir haben Septime, wieder die übliche Ausrüstung. Nochmal Geld und ein Dietrich, 3 Stück. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ja, komm ruhig. Komm her. Ist das ein Vampir? Ein Vampir? Ich möchte das eigentlich nicht. Junger Vampir. Die Ausrüstung sieht ja schick aus. Kann schon sagen. Oh mein Gott, da bin ich erschrocken. Ah, aua. Okay. Das löst mir einfach aus. Erschrecke ich mich denn die ganze Zeit? Meine Güte. Was? Vampir. Okay.
Ja, ich müsste nur noch der Helm weg. Der Rucksack. Ich glaube, dann kann ich nicht mehr rennen. Ja, perfekt. Okay. Wir versuchen es dann mal mit dem Bogen. Sie sagte, ich würde es vergessen. Und normalerweise tue ich das auch. Aber manchmal. Nein, der ist ja drüber gegangen. Treffer. Oh, die ist weg. Okay. Nein. Oh, geschafft. Oh, ein Amethyst. Nochmal. Vampirrüstung. Und du? Vampirdiener. Okay. Alles mitnehmen. Totenkopf, nicht so toll. Nichts zum Lernen dabei. Die Liebe von Dibella. Was habe ich das genommen? Wollte das nicht nehmen. Wiegt doch nur. Ein kaiserlicher mit normalen Klamotten. Bei dieser Sache. Mhm. Ui. Oh mein Gott, da steht ja auch jemand. Okay. Hallo, junger Vampir. Junge Lady. Warum sind Sie noch so spät wach? Da ist auch noch jemand. Komm schon, das muss treffen. Auf welcher Schwierigkeitsstufe spiele ich denn? Was? Ich war doch auf Adept. Warum bin ich auf Novize? Okay, ich habe meinen PC zurückgesetzt. Und dadurch waren alle Einstellungen natürlich weg. Ich glaube nicht, dass es deswegen ist. Aua, erstens sieht sie nicht schön aus und zweitens habe ich sie gut getroffen. Was denn hier? Tränke. Die nehme ich mit. Gift. Nein, die Bücher lese ich jetzt nicht alle. Wie geht's runter, oder? Geht sie wieder raus? Ich kann mich an diese Höhle nicht erinnern. Ich weiß nicht, was hier ist. Hier irgendwelche Spinnen? Das waren doch Spinnen, oder? Okay, trotzdem sehr schnell tot. Wo muss ich denn hin? Ach, da lang. Hallo. Okay, ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich dachte,
ich hätte etwas. Psst, du hast nichts gehört. Auch nur die ganz normalen Standard-Eisensachen dabei. Ich möchte eigentlich gerne wieder raus. Sie sagte, ich würde zu viel verstecken. Normalerweise die Sterblichen sind schwach. Er ist ein Feigling, sie zu fürchten. Wir sollten uns nähern, wann wir wollen. Was war das? Ich weiß nicht. Und was ist da draußen? Vielleicht gibt es heute noch frisches Blut. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ist das gruselig? Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Jetzt ist wieder alles ruhig. Ja, so viel dazu. Hier waren zwei, hier waren mehr. Was? Und das sind für... eklig. Also das ist eklig. Warte mal, das sind doch Vampire. Die mögen doch bestimmt kein Feuer. Jetzt nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Habe ich gerade gar nicht angeguckt, ne? Okay. Jetzt gehen wir alles noch ein bisschen taktischer an. Gerade erst genährt, aber noch immer hungrig. Blut. Irgendwas stimmt hier nicht. Und jetzt werdet ihr sterben. So. Nochmal das Ganze. Wir nehmen Salz mit. Ist noch ein Seelenstein. Da ist noch eine Kiste. Perfekt. Was? Nee. Moment, du kannst mich gar nicht sehen. Das kann nicht sein. Du kannst mich nicht sehen. Das ist so, schleichen verbessert. Okay. Uah. Die ist weg. Was? Lydia, bitte. Lydia, die kommen jetzt. Wieder alles ruhig. Was ist da draußen? Ich hab die weggelockt, ne? Ja, Lydia, bitte. Danke. Nichts mehr. Hallo? Was war das? Wer ist da? Jetzt haben wir nur noch den Vampirmeister. Nein. Jetzt. Ihr sterbt.
Jetzt gehört euer Blut mir. Nein, er macht sich auch unsichtbar. Er ist weg. Lydia, er ist weg. Wir haben es geschafft. Alles mitnehmen. Fast alles. So etwas habe ich noch nie gesehen. Oh. Das ist doch klar, wie Kuss will. Ach nee, was sollten wir mitnehmen hier? Die habe ich alle weggemacht. Oh. Oh. Ganz viel. Das nehme ich alles mit. Kann ich mit dir reden? Nee, ne? Okay. Ist das hell? Jetzt sind wir hier oben. Okay. Jaha. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, hier wird jetzt wieder Cut gemacht, sonst wird es wieder viel zu lange. Ja, wenn es gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da oder gib mir ein paar Tipps. Ja, vielleicht noch abonnieren, nur wenn ihr wollt, um mich zu unterstützen. Ansonsten euch noch einen schönen Tag und man sieht sich. Ciao.